Moses Mendelssohn war aufgrund der fehlenden Bildungsmöglichkeiten für Juden, man muss sich vorstellen, es gab für jüdische Kinder keine jüdischen Schulen. Allenfalls in den reichen, wohlhabenden jüdischen Familien gab es Hauslehrer für die Kinder. Moses Mendelssohn kam aber nicht aus dem reichen Haushalt. Der Potsdamer Philosoph Christoph Schulte bewundert heute noch die Lebensleistung von Moshe ben Menachem aus Dessau. 1743 kam er als 14-Jähriger nach Berlin, ein kleiner, schwächlicher, leicht buckliger Jüngling, der sich fortan mühsam als Hauslehrer und Abschreiber hebräischer Texte, später als Textilkaufmann sein Brot verdienen musste. Seinen Ruhm erwarb er sich quasi in seiner Freizeit und er gab sich einen neuen Namen, Moses Mendelssohn. Er war darauf angewiesen, im Grunde alles autodidaktisch, auf eigene Kosten, mit eigenem Fleiß, sein ganzes Wissen, seine Kenntnis von Fremdsprachen, der Mathematik bis hin zur musikalischen Kompositionslehre, sich von anderen beibringen zu lassen, aber mehr oder weniger durch Lektüren selbst zu erwerben. Eine Technik des Selbsterlernens, die durchaus mit seiner religiösen Herkunft erklärt werden kann. Als einer der ersten aber wagte Moses Mendelssohn, die Grenzen zu überschreiten, die ihm als Juden von der preußischen Gesellschaft wie auch von seinen eigenen Rabbinen gesetzt wurden. Sicherlich war Moses Mendelssohn durch die sozusagen jüdische Schriftkultur stark geprägt. Sein Vater war Sofer, also Torahschreiber. Er selbst hatte in der Yeshiva von seinem Lehrer David Frenkel eben Talmud gelernt, die jüdische Philosophie des Mittelalters in hebräischer Sprache kennengelernt. Also er kam aus dieser jüdischen Schrift- und Gelehrtenkultur, hat aber dann doch einen für die jüdische Aufklärung typischen Schritt gemacht. Er hat begonnen, andere Sprachen zu lernen und sich in das sozusagen christliche Wissen, in die von Christen dominierten Wissenschaften einzulesen und das zu lernen. Und das war seinerzeit bei vielen von den traditionellen Rabbinern verrufen, also dass man sich überhaupt mit den Schriften der Goyim, der Nichtjuden, beschäftigte. Und da war ein Schritt, wo sozusagen Mendelssohn aus dem jüdischen Kollektiv rausgetreten ist und sozusagen seine eigene Aufklärung dadurch begonnen hat, dass er sich neben der jüdischen Schriftkultur eben mit den profanen Wissenschaften der Philosophie seiner Zeit auseinandergesetzt hat. Mendelssohn wurde damit zum Wegbereiter nicht nur der Berliner, sondern auch der jüdischen Aufklärung überhaupt. Zunächst wurde er Redakteur und vor allem Rezensent von Aufklärungszeitschriften, dem ganz neuartigen Medium der Aufklärung. In Friedrich Nicolais zensurfreier Zeitschrift Briefe, die neue Literatur betreffend, veröffentlichte er mehr als 120 Artikel über Themen aus unterschiedlichsten Wissensgebieten. Berühmt machte Mendelssohn schließlich sein Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, der in mehreren Auflagen gedruckt und in 10 Sprachen übersetzt wurde. Spätestens jetzt haftete ihm der Titel »Der deutsche Sokrates« an. Zu einer Zeit, als Immanuel Kant noch als ein unbekannter Provinzphilosoph in Königsberg auf seine Entdeckung wartete. Schon 1763 gewann Mendelssohn mit einem philosophischen Aufsatz den ersten Preis der Königlichen Akademie, doch deren Mitglied wurde er Zeit seines Lebens ebenso wenig wie anerkannter Bürger Berlins. Der tolerante König Friedrich II. War eben auch ein erklärter Antisemit. Juden hatten seiner Meinung nach in der preußischen Akademie nichts zu suchen. Fernab der Universität etablierte sich Mitte des 18. Jahrhunderts daher eine ganz andere Bildungselite an ganz anderen Orten, bei Kaffee, Kuchen, Schach und ab und an auch einer guten Pfeife. Vor 250 Jahren, also zu Zeiten der Berliner Aufklärung, waren die Kaffee und die Wirtshäuser ein Ort, wo man sich zwanglos informell treffen konnte als junger Intellektueller. Es waren die Orte, die auch für Juden zugänglich waren, weil sie da ja nicht essen mussten, sondern wenn man einen Kaffee traf, konnte man sozusagen die Kaschrut beachten und konnte trotzdem dabei sein. Und das Kaffeehaus war dann der auserwählte Ort, der zur Verfügung stand, wenn man sich treffen konnte. Denn Juden konnten nicht einfach in eine Bibliothek gehen, um da sich mit Christen zu treffen. Die hatten gar keinen Zutritt. Und man wurde ja nicht einfach in ein christliches Haus reingelassen. Das heißt, die Kaffeehäuser waren das Experimentierfeld, wo sich junge jüdische christliche Intellektuelle treffen konnten, zwanglos sich unterhalten konnten, Philosophie und Wissenschaften diskutieren konnten oder einfach Schach spielen und Spaß haben konnten. Mendelssohn war Mitglied im gelehrten Kaffeehaus. Zu seinen Freunden und Mitstreitern zählten Christoph Friedrich Nicolai und Gotthold Ephraim Lessing, liberale protestantische Pastoren wie Johann Joachim Spalding oder Johann Friedrich Zöllner, aber auch der preußische Reformbeamte Christian Wilhelm von Dohm.
Da ihnen andere Berufe, insbesondere der Staatsdienst, verwehrt wurden, waren Juden in der Berliner Aufklärung von Beruf entweder Ärzte wie Markus Eliezer Bloch, der Begründer der modernen Fischkunde, oder Markus Herz, der Direktor des jüdischen Krankenhauses. Oder sie waren eben Kaufleute wie Mendelssohn selbst und David Friedländer. Einige Dutzend aufgeklärte Geister in der damals rund 100.000 Seelen Metropole Berlin. Mendelssohn ging es um die Gleichheit aller Bürger und Menschen um ihrer selbst willen, nicht aufgrund eines königlichen Toleranzediktes, das jederzeit wieder zurückgenommen werden hätte können. Mendelssohn machte die anderen Aufklärer darauf aufmerksam, dass religiöse Minderheiten wie die Juden, aber auch Mitglieder ethnischer und nationaler Minderheiten ein universal verbrieftes allgemeinmenschliches Recht auf ihre Einzigartigkeit und Besonderheit haben. Er wollte freie Berufswahl ohne den Zwang, sich nur durch die christliche Taufe den Zugang zu akademischen Graden oder dem preußischen Militär eröffnen zu können. Bildung war für ihn immer Voraussetzung allen gesellschaftlichen Fortschritts. Bildung war für ihn nicht Pflicht, sondern war ein natürliches Bedürfnis des Menschen, sich selbst zu vervollkommnen. Mendelssohn selber war ja nicht ein Protagonist des Bildungsbürgertums, also er war nicht ein Protagonist der Goethe-Kultur, sondern er hatte einen Bildungsbegriff, der ganzheitlich war, der auch die physischen Bedürfnisse des Menschen, also das Tanzen, die gesellschaftlichen Sitten, moralische Gewohnheiten und Ähnliches, alles dieses sollte vervollkommnet werden. Und Bildung ist für ihn der Aufklärung sogar noch übergeordnet. Und zu dieser Bildung gehört eben nicht nur die intellektuelle Bildung, sondern gehört auch die moralische Bildung, die Kindererziehung, die musikalische Bildung, Sittlichkeit, Formen von gesellschaftlichem Umgang. Heute würde man sagen, er wäre sicherlich auch für Sport gewesen, weil er sozusagen die physische Bildung, die Ausbildung der Körperkräfte und so weiter, des Seelenvermögens, wie man in der Zeit sagte, für eminent wichtig hielt. Dabei war der jüdische Philosoph selber alles andere als eine kräftige oder imposante Gestalt. Vielmehr litt er zeitlebens an seinem kränklichen Körper. Mit 33 Jahren klagte er in einem seiner wenigen persönlichen Briefe über eine lang anhaltende Nervenschwäche aufgrund permanenter Überarbeitung und Überlastung. Niemals aber hat Mendelssohn seinem Judentum abgeschworen. Im Gegenteil, er konnte Aufklärer und zugleich ein stolzer, religiös observanter und selbstbewusster Jude bleiben und dabei noch eine eigene Originalität entwickeln. Der Name Mendelssohn war ein auch bewusst gewählter jüdischer Name. Mendel ist ein jüdischer Vorname. Mendelssohn war von der ersten Minute an sozusagen als jüdischer Autor erkennbar. Mendelssohn ist einer der ersten, der seine ganze Philosophie in Deutsch, der konnte gar nicht genug Latein, um das Lateinisch zu schreiben, also in Deutsch seine Philosophie geschrieben hat, frei von der Leber weg und auch nicht den Schreibzwängen der akademischen Zunft unterworfen, konnte er einfach seine Philosophie frei formulieren. Er schreibt ganz andere Texte, also wenn Sie einen Vergleich machen zwischen Kant und Mendelssohn, haben Sie diesen papierenden Kanzleistil mit den unendlich langen, syntaktisch verschachtelten Sätzen bei Kant und Sie haben diese ganz klare Wissenschaftsprosa Mendelssohns, der in der Philosophie einen ganz anderen Stil hat, kürzere Sätze schreibt, weil er auch für ganz andere Leser geschrieben ist. Es ist nicht der Universitätsprofessor, der für seine Studenten schreibt oder für seine Kollegen, sondern es ist der bürgerliche Philosoph Mendelssohn, der für ein bürgerliches Publikum, das nicht aus Spezialisten besteht, schreibt und diese seine Bücher ja auch verkaufen will. Das heißt, er muss ganz andere Anstrengungen machen, um sich gegenüber diesem Publikum, seiner Leserschaft, verständlich zu machen. Er schrieb seine Philosophie in solch erfrischendem, unprofessoralem Deutsch, dass der Göttinger Orientalist und bekennende Antisemit Johann David Michaelis zuerst gar nicht glauben konnte, dass ein Jude diese Texte geschrieben haben sollte. Die Universitätsprofessoren konnten sich im 18. Jahrhundert noch kaum vorstellen, dass Juden eine Bildung auf Augenhöhe erreichen konnten. Doch bei allem Erfolg ist Mendelssohn mit seinen zahlreichen Büchern, Essays, Abhandlungen, Rezensionen und Artikeln nie reich geworden. Als Bestsellerautor wurde er vielmals kopiert, ohne dafür die entsprechenden Tantiemen zu erhalten. Zum Ende seines Lebens, Mendelssohn starb im Januar 1786, war der Philosoph nicht nur zur Ikone der deutschen, sondern auch der jüdischen Aufklärung, der Haskala, geworden. Aus ganz Europa strömten junge jüdische Menschen nach Berlin, um sich in der Nähe ihrer Leitfigur für ein freies jüdisches Bürgertum einzusetzen. Seine Wirkungsgeschichte ist ungeheuerlich, und zwar sowohl für die Juden als auch für die Christen. Also in der christlichen Gesellschaft war er derjenige, der wirklich gezeigt hat, dass man als Jude in jeder Hinsicht gleichwertig ist. Als Bürger war er ein Musterbild der bürgerlichen Tugenden, der Arbeitsethik. Und innerjüdisch war er einfach der erste Jude in Europa,
der auch europaweit bekannt war, der populär war und der allen ambitionierten jüdischen jungen Männern, später auch jungen Frauen, als Vorbild dienen konnte. Man kann es schaffen. Man kann den Aufstieg in diesen christlichen Mehrheitsgesellschaften in Europa, man kann es schaffen. Moses Mendelssohn war aber nicht nur der große Philosoph, sondern auch Begründer einer der berühmtesten Familien Deutschlands, aus der in 250 Jahren zahlreiche wichtige Persönlichkeiten hervorgingen. Zu nennen sind etwa die Komponisten Fanny Hensel oder eben Felix Mendelssohn Bartholdy, der Maler Philipp Veit oder der AGFA-Begründer Paul Mendelssohn Bartholdy.